zweimal recht früh ja in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Und dann ist das natürlich schwierig gegen so eine starke Mannschaft letztendlich, diesen Aufwand, den wir getrieben haben in der ersten Halbzeit, den auch in der zweiten Halbzeit noch weiterzuführen. Das haben wir zwar auch noch sehr gut gemacht, aber insofern ist es natürlich sehr, sehr bitter, dass das Tor dann eben so kurz vor Schluss dann doch noch gefallen ist gegen uns. Mit der Moral auf alle Fälle, ja, da kann man sehr zufrieden mit sein. War auch nicht das erste Mal, dass wir in Rückstand geraten sind und immer wieder zurückgekommen sind. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir hatten eine Menge Tormöglichkeiten, die wir leider nicht konsequent genutzt haben. Die beiden Tore, die wir gefangen haben, eigentlich symptomatisch für die Phase, in der wir uns so befinden, direkter Freistoß, abgefälschter Trudelball, sage ich mal, das passt so richtig in die Situation, weil wir halt defensiv im Moment noch so ein bisschen Probleme haben, wie die Mannschaft das weggesteckt hat, einfach weitergemacht hat und es auch immer wieder mit spielerischen Mitteln versucht hat, das war schon richtig gut. Ja, nächste Woche das Heimspiel ist ja gegen den jetzigen Tabellenführer Concordia. Also es wird insofern nicht einfacher werden. Es wird sicher, es ist wieder ein Freitagabend, hoffen, dass das Wetter genauso gut wird. Und wir wollen natürlich an der Leistung, an der heutigen Leistung anknüpfen, definitiv zu Hause. Wir werden sehen. Also wir sind heiß. Wir sehen, dass wir in dieser Klasse auf jeden Fall mithalten können. Wir haben leider bisher immer wieder das falsche Ende der Wurst erwischt und damit letztendlich nicht so richtig die Punkte einfahren können. Aber wir werden weiter versuchen, eben in unseren Spielen die Punkte einzufahren, die wir eben brauchen, um den Klassenhalt letztendlich zu schaffen. Freue ich mich erstmal riesig auf dieses Spiel. Ein alter Club von mir, viele bekannte Menschen und auch Freunde dabei. Und ja, auf das Spiel freue ich mich sehr. Wird natürlich ein ganz anderes Spiel als heute. Der Gegner hat bestimmt ein bisschen mehr Qualität noch und wird nicht die ganze Zeit hinten drin stehen. Ja, das wird eine harte, harte Aufgabe für uns. Aber ich glaube, dass wir dem gewachsen sind.